Hä? Hä? Wir uns alle gar nicht treffen dürfen, hallo? Nein! Direkt darauf kommt noch einer runter. Ein Felsbrocken. Gut. Zack, auf die Fresse. Das ist die bisher schwierigste Sache hier. Da oben kommt der jetzt. Ich sehe ihn schon. Scheiße, nicht unbedingt sicher, diese Felswände hier. Und X drücken schon mal vorsichtshalber. Und zack, sind wir da. Gefrorene Camps. Wir sind okay. Wir haben es verjagt. Gott sei Dank. Hör mal. Wegen Robert. Ich verstehe einfach nicht, warum er versuchen sollte, dich zu töten. Er gab mir die Schuld für den ganzen Schlamassel hier. Er wollte unbedingt heim. Ich wollte unbedingt bleiben. Aber die Mission ist alles, was zählt. Ich dachte, Robert hätte das verstanden. Ich bin für dich da. Und das meine ich ernst. Naja, das macht das Verständnis für Robert nicht einfacher, Isaac. Wo müssen wir lang? Ja gut, dann können wir den Suchrobot da hoffentlich mal in Frieden absetzen. Wie weit denn noch? So. Ab und zu muss ich echt doch überlegen mit den Tasten. Das ist ganz komisch. Also ich habe die Steuerung inzwischen natürlich ein bisschen besser raus. Ich habe sogar schon zwei Necromorphs erst die Arme abgeschlagen und dann erst auf die Beine. Hallo. Steuerung raus, ne? Und dann erst auf die Beine geschossen. Aber also so ganz perfekt ist das bei mir noch nicht. Man arbeitet natürlich auch am PC, deswegen ist das natürlich alles ein bisschen mehr drin. Egal. Spielt jetzt für Dead Space 3 keine Rolle. Genauso wie ich nicht über Kopfhörer reden sollte, wenn ich das Spiel hier spiele. Iiii. Sieht ja sehr seltsam aus. Was bist du? Oh, so super. Also ein Treppenrest. Da ist nämlich wieder Hacken. Hier werden bestimmt viele sein jetzt. Na toll. Und Platsch. Ich hasse die Roten, ne? Ich hasse die Roten. Toll, klasse. Guter Schuss. How to Medipacks verbrauchen. Heute mit mir. Morgen auch mit mir. Eigentlich bin ich die ganze Woche hier. Macht nichts. Schlechte Witze. Auch mit mir. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Wo wollen wir denn jetzt hin? Aha. Was ist das denn? Das ist ja eine Weggabelung. Das ist ja grauenvoll. Na gut, wie man es nimmt, ne? Ah, mal wieder ein Scav-Artefakt. Vermisst habe ich das schon. Zum Ansehen natürlich Select drücken. Datenbank, persönliches Log, Dr. Ramsey Burgage. Burgage. Die Soldaten im Basislager nennen es inzwischen die Schneebestie, als wäre es eine Art modernes Yeti. Oder moderner Yeti. Die Beschreibungen der Augenzeugen decken sich mit denen der gefrorenen Kreatur. Oder einer dieser gefrorenen Kreaturen, die wir an der Grabungsstelle Einrichtung 1 fanden. Und einer anderen, die wir in Einrichtung 2 oben auf dem Berg zusammensetzen. Es ist ein sonderbares Krustentier, etwas, das man eher bei einer Tiefsee-Expedition als bei einem Track durch eine Eiswüste zu finden vermutet. Da dieses Exemplar überlebt hat und die anderen nicht beweist, dass es extrem widerstandsfähig ist. Also das Viech ist widerstandsfähig. Wenn wir etwas über dieses uralte Wesen erfahren wollen, muss ich es mir genauer ansehen. Oh ja. Dieses Interesse an den Necromorphs, auf der einen Seite verstehe ich das vollkommen und teile das auch, aber auf der anderen Seite ist es natürlich absolut eklig und bescheuert, sich in solche Lebensgefahr zu begeben. Man sollte dem Braten einfach lieber nicht trauen. Das, was unser Isaac ja so seit Jahren schon macht. Gut,
Ich habe noch einen Aufzugabsatz gefunden, aber immer noch keine Winde. Alles okay? Bis jetzt schon. Wir sind jetzt beim Käfig. Es ist ziemlich gefährlich hier oben. Ich hoffe, ich finde bald deine Winde. Isaac, sei bitte vorsichtig. Ich will nicht Robert und dich am gleichen Tag verlieren. Danke, Ellie. Du kennst uns doch, Ellie. Isaac Clark, der Mann, der immer alles alleine macht. Wann sind wir jemals in Gefahr gewesen? Allerdings haben wir uns auch als ziemlich gefahrenwiderstandsfähig herausgestellt, natürlich. So, der Sucherbot bringt uns nochmal ein neues Somatgel. Leider lange nicht genug. Aber immerhin ein bisschen mehr. Dann können wir uns hier nochmal so ein mittleres Ding bauen. Vielleicht auch mal zwei. Schadet nicht. Herstellen will ich jetzt erstmal nichts. Verkaufen wäre toll. Kann ich nicht irgendwo hier Waffen-Upgrades verkaufen? Das ging doch mal. Guck mal, da kann man hier vielleicht nochmal nachladen. Verkaufen zum Beispiel. Nehmen wir mal minus Schaden. Die können wir alle verkaufen. Ja, gut, war es dann auch schon wieder. Haben wir noch irgendwas? Hier kann man bestimmt auch nochmal was mit Schaden. Da, verkaufen, sicherlich. Oh, das ist auch nicht schlecht. Eine Feuerrate plus ein Schaden. Schaden hinzufügen. Da werden wir wahrscheinlich nichts von minus Schaden haben. Das heißt, wir gehen zum Clip über und verkaufen diese hier. Und naja, damit müssen wir uns auch schon wieder zufrieden geben. Aber immerhin haben wir jetzt nochmal ein paar mehr Rohstoffe. Leider immer noch nichts, was wir wirklich brauchen. Schade eigentlich. Egal. So, wir haben keine Winde, das heißt, wir dürfen weiter nach oben. So wie die Dinger da vermuten lassen. Wir werden jetzt hier wahrscheinlich nur noch kämpfen müssen. Dafür ist das Areal sehr weitläufig und gut geeignet für einen Kampf. Das sind dann an der Felswand da oben. Warten nochmal ein paar Necromorphs auf uns. Ich jetzt habe natürlich übrigens den rechten nehmen. Der linke führt uns irgendwie direkt ins Problemland. Falls die Berge nicht nachhaltig anders berechnet werden. Wer weiß das schon, finden wir es raus. Und hier haben wir nochmal Kisten. Die brauche ich als Berechnung. Nochmal zwei Stasepacks haben wir jetzt erhalten. Ab nach oben. Piu! Ne, der Berg sieht genauso aus, wie ich es erwartet habe. Hilfe! Hilfe! Wow! Ey! Da muss ich mal mit dem Finger drauf zeigen. Da war ich astrein vorbei. Gelb ist infiziert, das weiß ich bei vielen Gegnern eine Schwachstelle. Zu schnell gelesen, macht nichts. Da muss ich jetzt aber protestieren. Da bin ich doch wohl noch astrein vorbeigekommen. Habt ihr das auch gesehen? Da war ich eigentlich vorbei. Schlecht berechnet. Na egal. Hört jetzt eigentlich auch keinen. Joy to the world. Mist, daneben. Wow. Zapperlot noch eins. Drücke Dreieck, wenn dein Stasepack im Inventar hast, um deine Stase schnell aufzuladen. Jetzt weiß ich auch, warum wir da unten zwei Stasepacks bekommen haben. Wir haben jetzt insgesamt fünf und wir haben unsere Stase ja ausnahmsweise mal. Ist ja sonst nicht meine Art. Hier verbessert. Das würde was heißen. So, pass auf. Dann kommt hier gleich der Kollege runter. Kenn ich doch schon, oder? Leider. Hahaha, mein Lieber. Per Gesangsverein. Und rüber, und rüber, und zack. Nein, leider gar nicht. Hey! Wow! Das war jetzt aber seltsam. Das hat doch jetzt die anderen Male immer geklappt. Tja, ich glaube, wir haben endlich einen Aufhänger gefunden in diesem Spiel. Wir haben ja bisher an den Stellen nicht so festgehangen. Wir haben ja vielleicht mal eine, zweimal neu machen müssen. Und das war meistens bei den Mistviechern. Ja, wenn ich mal wieder irgendein Rätsel nicht auf Anhieb verstanden habe. Aber jetzt, komm. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen hier konzentrierter. Verlangsamen das Ding. Pingel, pingel. Und jetzt fliegen wir hin. Hey!
Perfekt. Komm doch. Och Mann. Ja, wir müssen ja leider den Aufzug hier abwarten. Da hilft ja alles nichts. Sehr gut. Das Ärgerliche ist, wir müssen jetzt hier gleich rüber. Jetzt am besten. Nö, natürlich nicht. Darf man nicht. Ist verboten. Rüber. Komm. Nein. Bitte nicht, ey. Bitte nicht. War das jetzt ein Hinweis unten mit der Chinese? Ah, das darf. Ich will jetzt an dieser Stelle nicht feststellen. Das ist einfach viel zu unanspruchsvoll, sag ich mal. Wenn ich jetzt wenigstens auf Viecher feuern dürfte, würde ja noch Spaß machen. Ja, ich weiß doch. So, komm nach oben. Schlepp dich. Schlepp dich hoch. Ja. Dich krieg ich auch noch los, als ich nicht so an der Grasnase hier leben. Halte ich für keine besonders lukrativ. Ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort. Vielleicht doch eher die gesunde Idee. Nein, komm. Klettern! Brav. Die Straße laden wir auch mal auf. Noch ist ja alles under control. Ich weiß nicht, ob ich wirklich diese Anglizismus-Sprache fortsetzen kann. Also habt keine falschen Erwartungen an mich. Sieht's hier grauenvoll aus. Hier gefällt's mir ja gar nicht. Ich sehe ja gar nichts. So, da oben hat sich jemand verabschiedet. Hinter uns, vor uns, neben uns, vor uns. Mist. Der erste, der uns erfolgreich getroffen hat. Hinter uns. Der ist wirklich mal, da ist wirklich mal niemand. Stase haben wir bekommen. Mensch. Juhu. Ich frage mich nur, wann der Punkt kommt, wo wir auf Felsbrocken feuern müssen. Das gefällt mir ja noch so an Dead Space, auch wenn man vielleicht schon mal gesehen hat, wie jemand an der Felswand hochkraxelt und dabei auf Brocken schießen muss, verlangsamen ist ein Future. Das ist also wirklich schön an Dead Space, kann ich schon mal gerade sagen, habe ich jetzt gerade versucht zu sagen, dass es mehrere Möglichkeiten noch beim Kampfsystem oder beim Gameplay bietet und nicht nur den einen Baller-Aspekt. Das wird sich hoffentlich auch die nächsten Jahre in der Serie noch halten. Nachdem sich ja vieles leider schon wieder verschwunden ist. Nicht gameplay-technische Sachen, sondern atmosphärische Entscheidungen und so weiter. Auch wenn wir jetzt die Marker tatsächlich einschläfern, das ja der letzte Teil der Serie sein müsste, es sei denn, man stellt keine Wachposten auf. Ich habe die Winde gefunden und schalte sie jetzt ein. Warte. Das machen wir lieber erst, wenn wir uns hier ein bisschen umgesehen haben. Vorher traue ich dem Braten noch nicht so. Naja, wird auf jeden Fall noch viel Spaß dran sein, so wie das hier mit den ganzen roten Lichtern aussieht. Aber fangen wir doch mal mit der Winde an. Ich würde jetzt erstmal einen Haufen Necromorphs hervorrufen und den können wir uns dann gleich... Achso, ich muss drücken. Gleich mal. Alle festhalten! Das gefällt mir nicht. Reden Sie mit mir und sehen Sie nicht nach unten. Was kommt als nächstes? Naja... Wir wissen jetzt, dass wir eine Art Schlüssel brauchen, um die Maschine abzuschalten. Die Forscher nannten ihn den Codex. Okay. Und wo ist er? Wir müssen einen herstellen. Und wie machen wir das? Wie sie es vor 200 Jahren gemacht haben. Mit Rosettas Forschungsarbeit. Oh mein Gott! Locker bleiben. Nur eine durchgeknallte Sicherung. Vielleicht kann ich Strom von den Lampen umleiten.
So, Watson, wie machen wir das denn? Echt jetzt? An diese Winde? Such aber was, wie mache ich das denn? Kann ich da jetzt vielleicht irgendwie draufzaubern? Oder muss ich jetzt oben zur Konsole mal eben gucken, was da los ist? Ah ja. Dann erzählen Sie mal von dieser Rosetta. Naja, wir wissen nicht viel. Nur, dass der Kodex aufgrund Ihrer Forschung hergestellt wurde. Wo finden wir ihn denn? In der Einrichtung an der Spitze dieses Berges. Super. Sehen Sie, wir sind fast fertig. Okay. Ach so, ich verstehe. Guck mal, wir haben hier Zahlen. 50, 70, 90. Also sind wir hier bei... Rechnerisch sind wir bei 160, 210. Und hier sind wir bei 90, 160... Oh, 250, glaube ich. Pass auf, das war schon mal die falsche Entscheidung. Vielleicht machen wir mal so einen 70er rüber. Leider, nein, leider gar nicht. Okay. Ist das denn eine Rechenaufgabe? Was meint ihr? Ja. Habe alles richtig gemacht, seltsamerweise. Oder etwa doch nicht? Doch, hier. Aktivieren, ja.